Hi und willkommen zu Westmünsterland Barbecue. Heute wird es wieder richtig herzhaft und zwar machen wir ein richtig schönes Schichtkassler aus dem Dutch Oven. Da freut euch drauf. Was wir dazu alles brauchen, seht ihr hier schon teilweise. Ich zeige es gleich nochmal kurz und verlinke es natürlich auch auf meiner Homepage wm-bbq.de. Da seht ihr die ganzen Zutaten und natürlich auch in der Videobeschreibung unten einfach aufklappen. Da könnt ihr alles genau nachlesen. Wir haben dazu ein schönes Stückchen Kasslernacken und das wollen wir erstmal gleich klein schneiden. Und zwar schneiden wir das in schöne Scheiben. Also insgesamt habe ich jetzt für einen 10 Zoll Dutch Oven 1,6 Kilo gekauft. Schauen wir mal gleich, wie wir damit hinkommen. So haben wir das Fleisch schon mal in schöne circa 1,5 cm dicke Scheiben geschnitten. Dann bereiten wir uns noch unsere Zwiebeln vor. Dann nehme ich so schöne dicke Gemüsezwiebeln. So, eben von der Schale befreien. Und die schneiden wir jetzt in Streifen oder in Scheiben. Auch so von der Dicke her ungefähr so wie das Fleisch. Dann mal eben zur Seite legen. Und dann kommt auch schon unser Dutch Oven dran. Da lege ich mal ein Tuch drüber. Schnapp mir das Gerät. So, den solltet ihr vorher gut einölen, den Dutch Oven. Und ich lege jetzt den Boden als erstes mal mit Speck aus oder mit Bacon, wie man ja auch schon mal sagt. Macht das so, dass am Rand immer ein bisschen was hochkommt. So habe ich jetzt schon mal angefangen. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe quasi in der Mitte mache ich so einen Punkt, wo quasi alles so überlappt und dann nach außen hin halt ein bisschen hochlegen und weitermachen, bis der Bacon alle ist, beziehungsweise bis alles belegt ist. Also den Bacon benutze ich übrigens, weil das eine schöne Schutzschicht A vor der Hitze ist und B, was natürlich auch geil schmeckt. Es gibt also ein wunderbares Aroma ab und der klebt auch echt wunderbar hier am Dutch Oven fest, sodass ihr nicht Angst haben müsst, dass euch das Ganze runterfliegt oder abgeht. Genau, eine Scheibe ist übergeblieben. Die kriegen wir natürlich auch noch unter. So sieht das Ganze jetzt aus. Die letzte Scheibe soll natürlich nicht wegkommen. Die lege ich einfach mit rein und fertig. Und dann fange ich an zu schichten. Ich nehme jetzt quasi eine Scheibe von diesem Kassler und lege die so hier rein. Dann nehme ich ein bisschen Zwiebel, lege das einfach davor. Dann nehmen wir unser Sauerkraut. Das legen wir quasi einfach so hier vorne mit dran. Man kann natürlich, wenn man mag, auch den Dutch Oven einfach so hinlegen. Dann kann man das einfacher stapeln. Als nächstes nehmen wir etwas Ananas dazu. Ich finde, Ananas passt perfekt zu Kassler. Dann nehmen wir wieder Fleisch. Nehmen wir ein kleineres Stückchen da. Dann passt das besser. Und so schichtet ihr einfach abwechselnd immer Fleisch, Zwiebeln, Sauerkraut, Ananas. Und das wird richtig, richtig lecker. So sieht es aus, wenn wir alles fertig gestapelt haben. Also schön den restlichen Sauerkraut auch mit ein bisschen da reingestopft, wo noch so Löcher waren. Jetzt gebe ich noch ein wenig, wir brauchen ja noch ein bisschen Flüssigkeit natürlich. Ich weiß, die Ananas geben zwar schon einiges ab, aber ich gebe noch ein bisschen Gemüsefond darüber. So ein halbes Glas reicht da erstmal. Muss halt nachher noch mal gucken, wenn noch was nachzufüllen ist, füllen wir das noch nach. Wenn man merkt im Dutch Oven, das wird jetzt zu trocken vielleicht oder so, die Hitze geht ein bisschen zu hoch, dann kann man da noch ein bisschen Flüssigkeit nachgeben. Hier gebe ich noch ein bisschen Weißwein dazu. Auch so ungefähr dieselbe Menge. Und hier habe ich eine Barbecue-Soße. Da ist noch etwas
Senf mit drin, weil ich finde, Senf passt perfekt. Also das ist Carolina Mustard von Great Goods. Und da geben wir einfach so ein bisschen was noch mit dabei. Das gibt noch schön Geschmack ab. Jetzt nicht die ganze Tube, aber so ein bisschen was darf es ruhig sein. So. Das war's auch schon. Deckel drauf und ab in den Dutch Oven. Ab in den Dutch Oven, ab auf den Grill. Aufgrund des Wetters mache ich es jetzt nicht mit Kohlen, sondern pack das Ganze in den Gasgrill rein. Dem Dutch Oven ist es egal, woher die Hitze kommt. Von daher passt das. Den Grill habe ich jetzt schon mal schön hochgeheizt. Jetzt mache ich allerdings die inneren beiden Platten auf ganz, ganz niedrige Stufe. Die äußeren sind voll an. Und damit der Dutch Oven hier auf diesen Form, also es sind Edelstahlroste, aber mit der Form von Gussrost, damit das hier nicht sich dazwischen verkeilt, die Füße von dem Dutch Oven, habe ich einfach in der Mitte zwei umgedreht. Dann habe ich eine etwas größere Auflagefläche. Da kann ich jetzt den Dutch Oven perfekt reinstellen. Ja, und jetzt, wie gesagt, Temperatur sollte so ungefähr bei 200 Grad liegen. Möglicherweise machen wir gleich noch die inneren beiden Brenner unter dem Dutch Oven aus. Und ja, dann lassen wir das Ganze mal so 3 Stunden köcheln. Immer wieder mal ein bisschen kontrollieren, ob es ein bisschen köchelt oder ob zu viel Flüssigkeit verloren gegangen ist. Da müssen wir halt noch ein bisschen Brühe oder Fond und Weißwein hinterher schütten. Schwer ist das Ding. Fertig. 3 Stunden sind vorbei und tada, es sieht super aus. Also ausziehen, ich kann es jetzt nur mit einer Hand, sieht es jetzt so, ist schon echt der absolute Knaller so von der Optik, finde ich, und es duftet. Ich bin in den Garten gegangen, habe die Tür aufgemacht und ich habe es direkt gerochen. Wahnsinn, was für ein Duft hier hochkommt. Und ihr seht, das Glas Gemüsefond ist leer. Ich habe also in der Mitte nochmal nachgegossen. Die Flasche Wein ist auch halb leer. Also letzten Endes, ja, verbraucht das schon ein bisschen Flüssigkeit, das Ganze. Wir probieren mal als erstes direkt den Sauerkraut. Ist natürlich etwas dunkel geworden wegen der Barbecue-Soße, aber das ist okay so. Boah. Riecht auch herrlich nach Wein. Mmh, lecker. Absolut lecker. Wahnsinn. Ein bisschen was von dem Fleisch. Oh, das kann ich hier so rauszupfen. Also es ist echt schön weich, das Fleisch. Oh. Heiß. Super lecker. Super lecker. Also es ist richtig, richtig zart natürlich. Klar, bei 3 Stunden köcheln. Und es ist ein Wahnsinnsgeschmack. Es ist absolut toll. Und der Bacon, den sehe ich ja auch noch am Rand. Der ist auch noch da. Mmh. Knaller. Das ist der Wahnsinn. Also ist eigentlich relativ einfach gemacht, total schnell. Und ja, es schmeckt und man kann natürlich eine ganze Menge Leute damit satt kriegen. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir einen freundlichen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Und wir werden jetzt schön essen. Kann man natürlich prima Kartoffelpüree oder sowas dazu machen. Schmeckt super. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.